Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, vierte Herausforderung von Tür, Genialität, anzunehmen bei der Might der Inspiration, im Fall Draken, an dieser Stelle. Nehme die Quest hier an. Jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung und ich melde mich dann aus dem Questgebiet wieder bei euch. Flug dauert ein bisschen. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Ihr braucht solche Kolosse in dem Gebiet geholt. Auf diese Kolosse müsst ihr das Quest-Item anwenden, dann bekommt ihr Prozente. Ihr seht, ich habe jetzt schon 39%, heißt also, ich habe das Quest-Item öfter drauf benutzt. Ich kann es auch so machen, dass ich die Mobs einfach rechtsklicken kann. Sollte bei euch die Funktion nicht da sein, wegen eines Bugs, warum auch immer, müsst ihr Elite-Mob anklicken. Und dann das Quest-Item. Wichtig ist, dass es Elite-Mobs sind. Steht sogar beim Quest-Item dabei. An sich ziemlich einfach, nur irgendwie die WoW-Community tötet die Mobs ziemlich instant, warum auch immer. Weil Ziel ist es ja, die Mobs nicht zu töten, sondern das Quest-Item drauf anzuwenden. Und jetzt, es gibt leider sehr wenig Elite-Mobs in diesem Gebiet. Ob angeklickt, Quest-Item benutzen. Na, so geht's gar nicht. Also ich glaube, ich war zu langsam. Und Blizzard scheint es irgendwie verpeilt zu haben, dass möglichst viele Spieler das Quest-Item drauf zu machen. Weil wenn der Mob kleiner wird, dann funktioniert er nicht mehr. Ihr seht, die sind am Anfang sehr groß. Und wenn man das Quest-Item drauf anwendet, werden sie klein. Und die Spieler, die nachkommen, denkst du, gibt's nichts mehr. Eine Meisterleistung des Quest-Designs. Gut, ich habe jetzt, das sehe ich jetzt gerade nicht, wie viele Prozente. Sieht man anscheinend nur, während man so einen Mob aussaugt, sozusagen. Deshalb mache ich jetzt eine kurze Unterbrechung und melde mich, sobald meine Energieleiste da voll ist. Bis gleich. Da bin ich wieder. Also wichtig ist es, dass diese Steingolems, und es geht nur bei den Steingolems, wie es jetzt aussieht, ist, dass sie noch groß sind. Sobald sie klein geworden sind, dann zählen sie nicht mehr dazu. Es gibt aber auch Spieler, die töten die Steingolems, noch wenn sie groß sind, also während sie groß sind. Ich weiß nicht, wo der Sinn dahinter ist. Quest ist abzugeben bei der Might der Inspiration, in Faldraken, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!